Russische Kommandanten sind heute in der Stadt. Wir überfallen sie. Wie? Sprengsätze. Das wird so, Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zurück auf diesem Kanal. Dann können wir angreifen. Ja, wir machen heute weiter mit der Kampagne. Wie schon angesprochen im letzten Video, machen wir einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Okay, wir brauchen jetzt C4-Pumpe. Schütze meine Schwester. Ja, ich werde sie schützen. Ich werde es probieren. Viel Glück. Dir auch. Schauen, wie es weitergeht. Ich habe die Kampagne selber noch nicht durch. Deswegen ist das für mich auch alles noch komplett Neuland. Wird sich zeigen. Hier, Alex. Soll ich anlegen? Was ist denn das? Ein Schal? Warum denn ein Schal? Okay. Merkwürdig. Wie sehe ich aus? Das reicht. Aha, mehr hast du nichts zu sagen. Kriegst gleich eine Bombe hier, Alter. Da draußen sind Russen. Wenn sie eure Waffen sehen, schießen sie. Wenn das passiert, ist unser Plan schon gescheitert. Alex, unsere Waffen verraten uns. Versteck sie vor den Russen. Ja, ist ja in Ordnung. Ja, ich komm. Ich bin fein nicht ein Köter, gell? Ich würde euch am liebsten alle gleich abknallen. Ohne Witz. Bartos Truppen besetzen die ganze Stadt. Heute wird es besonders. Oh. Ihre Offiziere. Alter, seid ihr Schweine, ihr tötet Frauen. Bell nicht so. Was? Was denn mit dir, Junge? Was? Keine gute Idee, halt's Maul. Er versteckt sich lieber und lässt andere die Drecksarbeit machen. Welche Art von Drecksarbeit? Bestrafungen. Wenn sich einer zur Wehr setzt. Männer in die Arbeitsreihe! Frauen zu den Lasten! Wo soll ich hin? Hier trennen wir uns. Du musst gehorchen, um nicht aufzufallen. Keine Pause! Zurück an die Arbeit! Ja, wohin denn? Wir sehen uns auf der anderen Seite. Nee, das war keine gute Idee. Ich hab verstetig meine Waffe gezeigt. Ah, verdammte Scheiße. Eieiei. Bestrafungen. Ach das? Ach so, ich soll... Männer in die Arbeitsreihe! Frauen zu den Lasten! Hier trennen wir uns. Du musst gehorchen, um nicht aufzufallen. Wohin soll ich die jetzt schleppen? Da rein? Okay. Wohin, Kumpel? Bin durch. Keine Bewegung, halt, okay. Geh nach links, die Gasse entlang. Nach links. Siehst du den Soldaten? Welchen? Nein, nein! Bitte nicht! Welchen Soldaten? Hä? Bin ich jetzt blöd? Ja. Okay, eiskalt aufgeschlitzt. Ding Dong, mit dem Schneider schlagen. Karim, pass auf dich auf. Ich hoffe, es tat weh. Du bist erfinderisch. Gut. RT, auch gut. Was fallen die hier? Was fallen den Mist? Auch Kasau. Ich habe meine Kontakte gleich davon postiert. Sie haben mehr Sprengsätze für uns. Eine größere Explosion lässt die mehr Truppen aus der Basis abziehen. Mhm. Scheiße.
Barkov-Soldaten haben meine Kontakte gefunden. Sie könnten schon tot sein. Ich brauche einen Schalldämpfer. Finde einen Ölfilter. Er dämpft den Schall deiner Waffe. Ein Ölfilter? Echt? Okay. Durchsuch Zivilfahrzeuge. Ich behalte die Wachen im Auge. Mach ich. Aber warum denn Privatfahrzeuge? Das verstehe ich jetzt irgendwo auch nicht. Mal schauen. Der hier ist leer. Ja, ich suche ja schon. Mach doch hier mal keinen Stress. Aha. Ein Ölfilter. Geht doch. Das sollte funktionieren. Damit es überhaupt funktioniert. Das wundert mich echt. Was? Wohin soll ich gehen? Geh um den Laster herum. Rechte Seite. Du kriegst zwei. Ich nehme den Rest. Das funktioniert ja wirklich. Die Frau ist brutal, also mit der. Sicher. Mit der Arbeit würde ich mich ehrlich gesagt nicht gerade anlegen. Warte, bleib von der Tür. Ich bin von der Tür weg, ich schaue hier durchs Loch. Ich kann die alle beobachten. Kannst du feuern? Ja. Übernimm zwei, ich den anderen. Jawohl, machen wir so. Die erschrecken mich immer alle so. So kann man es auch machen. Ja, wie sonst? Soll ich zuschauen, wie wir sterben, oder was? Sorry, wegen deiner Kontakte. Wir haben die Sprengsätze. Ihr Tod war nicht umsonst. Sie tötet einfach ihre eigenen Leute. Was bist du für eine? Warum hast du die Couch davor Was? Achso, die hat bestimmt den... Bestimmt den Rucksack. Bitte, sie ist nur verrückt. Ich weiß, was sie ist. Versteht ihr, warum wir das hier tun? Sie wurden gehängt, weil sie getötet haben. Seht sie euch Alter, nur an. Das ist heftig. Na los, krank. Seht ihr, wenn ihr kooperiert, das ist ein gottverdammtes Kriegsverbrechen. Eine Strafe für das gestohlene Gas. Barkov will eine Kleppe. Was können wir tun? Immer sind es die anderen. Unsere Mission bereitet Barkov Grauen endgültig ein Ende. Sind immer die anderen. Barkov schickt Helikopter. Wenn wir sie ausschalten, werden mehr Truppen auf der Basis kommen. Was uns ein Angriff an Sache schafft. Okay. Zwei. Ja, bring deine Sprengsätze an den Helis an. Ich geb dir von hier und aus. Wie soll ich bitteschön da hochkommen? Falls dir Wachen in die Quere kommen, schalte sie aus. Aber leise, wir treffen uns dann hier. Wie in Herrgotts Namen soll ich da bitte hochkommen? Kannst du mir das vielleicht verraten? Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Hallo. Ach, du bist eine blöde Kuh. Schau mir halt mal, wie ich da hochkomme. Ist jemand hier? Aha. Okay. Das hier? Wie komme ich dazu? Das ist natürlich jetzt blöd. Ich habe keinen Anhaltspunkt, wie ich da hochkommen soll. Ja, ich weiß, wie ich da die Sprengladungen platzieren muss, aber... Wie will ich da hochkommen? Das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich irgendwo aufklären muss, aber das wird dann wieder zu auffällig. Das wäre wieder zu einfach. Ja, ist ja gut, halt's Maul! Was denn mit dir? Junge! Schießt du mich denn an? Ich hab dir nie was getan! Was? Hallo? Stopp mal! Aua, 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 aua.
Es reicht mich aber. So. Klappe halten. Lasst mich. Oh nein, ich bin tot. Doch nicht? Oh. Ups. Aus verborgenen Positionen soll ich die erschießen, okay. Falls dir Wachen in die Quere kommen, schalte sie aus. Aber leise. Wir treffen uns dann hier. Wir treffen uns dann hier, Mama. Oh, regst du mich auch auf, du... Oh. Weiber! Aus verborgenen Winkeln, sagte sie, ja. Mach ich den hier? Du musst so als dich arbeiten? Okay, ich glaube, die haben schon gerafft. Wie soll man das denn schaffen, Jungs? Ich versteh's bei nicht. Ich raff das nicht. Falls dir Wachen in die Quere kommen, ja, schalte sie aus. Aber leise. Wir treffen uns dann hier. Wie zum Fick? Du mir vielleicht helfen? Möchtest du mir helfen? Nee, nein. Du hast auch keinen Bock auf mich. Aus welchem Winkel wäre schlau? Okay. Gehen wir es erstmal hier. Problem ist, da warten noch 50.000 andere auf mich. Ja. Jetzt ist der andere eine blöde Kachbar. Achso, das ist ein Opfer. Oh, verdammt. Ach, bin ich ein Bimbo. Echt, wow. Falls die Wachen in die Quere kommen, ja. Schalte sie aus. Ja. Ja. Wäre schön, wenn du dich nicht 50.000 Mal wiederholen würdest. Eins, zwei. Tot. So. Probier mir das Ganze nochmal. Wahrscheinlich hocken da oben wieder welche. Okay, der schleppt Steine. Wo ist jetzt der Heli? Da oben. Okay, dann wäre ich ja schon fast im Endeffekt da. Stopp. Nimm die ja, Treppe. Ich bin... Da ist eine Wache, oben auf der Treppe, linke Seite. Behalte die Menge im Auge. Jegliche Bedrohung wird direkt... Ja. Jetzt. Weiter. Schau, was haben wir? Okay. Sicht. Benutze einen Ölfilter, um deine Waffe zu dämpfen. Das ist. Wie. Willst du mich eigentlich verarschen? Ladung platziert. Das gibt eine höllische Ablenkung. Das ist der Plan. Und jetzt rüber zum nächsten. Jawohl, Meister. Köder, Rectify auf. Halt doch mal die Fresse jetzt. Meine Herren. Ich töte zwar ungern Tiere, aber wenn sie mir auf den Zylinder gehen, dann tue ich das schon mal. Ölfilter. Ja, gut. An Motorrädern ist immer ein Ölfilter dran, ne, Jungs? Man kennt's. Mal gucken. Ist klar. Trotzdem erstmal verstecken. Der ist direkt über mir? Echt jetzt?
Wachen am Eingang. Pass auf, dass dich keiner sieht, wenn du angreifst. Okay. Zwei erledigt. Nett. Wir nehmen wieder ganz gediegen die Treppe. Steck doch die Pistole in. Bin beim Ziel. Du weißt, was zu tun ist. Okay, die sind auch erledigt. Ja, die Ölfilter funktionieren wirklich gut. Ja, ich komme jetzt runter. Ich springe hier einfach runter, geht einfacher. Alle ab. Und Niff. Okay. Endlich. Bist du da als Zuschauer? Soll ich sie denn nicht? Willst du mich rollen? Okay, die Helis sind tot. Großes Kino, Alex. Gut gemacht. Und jetzt hier lang. Warte. Halt dich links. Ist das bei dir links? Nicht Feuer. Aha. Rettungswagen? Da, es hat funktioniert. Die Truppen aus der Basis rücken an. Jawohl. Fahrzeuge sind unbewacht. Die nehmen wir uns als nächstes vor. Aha. Komm schon, unter den Laster. Ich soll was? Da kommen noch mehr. Bleibt nah dran. Jawohl, Meister. Ein Abschiedsgeschenk, falls sie zurückkommen. Wie großzügig. Aber wirklich. Schade, dass wir die Show verpassen, aber wir müssen den Anschlag ausführen, bevor es... Ja, das glaube ich. Jungs, bisher überrascht mich die Kampagne wirklich extrem. Scheiße. Jawohl, eine Tasche mit C4. Hallo, so schnell bin ich nicht. Aua. Ja, wo bist du hin? Hallo. Ah, da. Okay. Aha. Fahrer, was zur Hölle ist das? Runter. Nicht bewegen. So, dann denken die also, wir sind noch Leichen. Halt den Kopf ruhig. Das finde ich auch cool, damit man hört, wie das Herz schlägt. Damit der Adrenalinspiegel hochgeht. Jetzt weiter. Natürlich ist es ein Gestank. Ich bin soweit. Schieß auf die zwei links. Okay, hab ich. Gute Arbeit. Ja, herzlichen Dank. Zum Tunnel, schnell. Es könnte noch mehr kommen. Jawohl, Meister. Ich bin zu fett. Man kennt's. Da, Verstärkung vom Luftstützpunkt. Unser Plan geht auf. Stopp. Was, stopp? Scheiße. Tareks Tür ist offen. Wo ist Tarek? Tot. Er würde niemals seinen Posten verlassen. Ich sehe aber hier keine Sau. Dann los. Aber ein Ölfilter als Schalldämpfer ist echt krass. Sicher. Hab ich echt nicht gewusst. Gehen wir runter zu Hadir. Ja, zu, immer erst ich. Ich bin wieder mal das... Du hast gute Leute verloren. Das sind die Kosten des Krieges. Wir erobern Barkovs Stützpunkt, dann war ihr Tod nicht umsonst. Das wird ein verdammt harter Kampf. Für sie auch. Hadir hat einen Plan. Ich bin mal wieder Kanonenfutter, man kennt es.
Du bist jetzt in meinem Haus, Alex. Hab mich bei Barkovs Basis eingerichtet. Behalte die Bastarde im Auge. Freunde nah, Feinde näher. Ich sag doch, wir machen's auf unsere Art. Keine Granaten, wir improvisieren. Nicht schlecht. Hast du etwa gedacht, wir kämpfen mit Keulen? Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit dieser Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Meine Frage an euch wäre jetzt, was haltet ihr bisher von der Kampagne? Also mir gefällt es sehr gut. Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich sag bis dahin, euer Icebreaker. Tell me pretty lies, look me in my